kürzlich veröffentlichte Aufnahmen sollen als Beweis dienen. Nordkorea verfügt über Atomsprengköpfe, die in Kurzstreckenraketen eingesetzt werden können, um etwa Ziele in Südkorea anzugreifen. Laut der Überwachungsstelle für das Verbot von Atomwaffen gehört Nordkorea zu den Staaten, die dazu beitragen, dass die Zahl der weltweit einsatzbereiten Atomsprengköpfe seit 2017 schrittweise auf rund 9.600 angewachsen ist. Die Überwachungsstelle schreibt in einem Bericht, China, Indien, Nordkorea, Pakistan und Russland hätten ihre Bestände an Atomsprengköpfen im Jahr 2022 aufgestockt. Hinzugezählt werden können noch rund 2.900 ausgemusterte Sprengköpfe, die in Russland und den Vereinigten Staaten auf ihre Entsorgung warten.